Erde. Nachricht von Geneviève Aristide. Phil, wie geht es Ihnen? Hier ist Geneviève. Lange nicht bei Maurice gesehen. Wir müssen mal zusammen essen gehen, wenn der Schlamassel geklärt ist. Oh. Ach ja, ich müsste Sie da um einen Gefallen bitten. Ich weiß, Sie und Hallam kennen sich schon lange. Vielleicht können Sie ihn ja zur Vernunft bringen. Er verzeiht mir nicht, dass ich diese armen Leute in das Gewölbe geschickt habe. Als wäre ich glücklich über das, was da passiert ist. Ja, es war mein Fehler. Aber warum sollten alle anderen dafür bezahlen? Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Sie ihn zur Vernunft bringen würden. Nächste. Boah, drei Nachrichten sind echt viel. Hi, Geneviève hier. Es ist ja so, dass die Origin-Anlage schon lange vor diesem Zwischenfall ein Risiko darstellte. Ich wollte nur ein altes Problem bereinigen. Ich hatte gehofft, wir könnten die Anlage renovieren, aber die Risiken sind eindeutig inakzeptabel. Daher denke ich, wir müssen sie vollständig zerstören. Jo, dann gehe ich mal los. Einen besseren Vorschlag haben, raus jetzt. Damit. Mann! Aber in der Zwischenzeit muss ich eine Firma retten. In der Zwischenzeit muss ich eine Firma retten. Was machst du so? Gesundheit erhöht, das gefällt mir ebenfalls. Under Construction. Gleich kommen wieder Gegner, ey. Passt auf. Oh. Kacke. Was blitzt denn hier so? Checkpoint, das gefällt mir ebenfalls. Speichern. So. Was? Fick dich. Wie viel Muni ist da drin? Ah, 150. Ja, komm. Oder? Nee. Wir bleiben mal bei der Shotgun. Ich glaube, die ist besser. Gegen die Fetten nehme ich sowieso diesen Mega-Laserstrahl. Was? Leute. Was zur Hölle war das? Damit habe ich... Das wusste ich gar nicht. Hallo? Dass hier sowas drin vorkommt. Krass. Mann. Das blitzt hier so. Ey, die schießen ja richtig Laserstrahlen. Was geht hier ab, Mann? Yo. Ich mag es nicht, Leitern hochzugehen. Da habe ich Angst vor. Ah, jetzt bin ich hier oben. Aber wie ist die da so leicht hingekommen? Und ich musste mich so voll durchschlachten. Ey, willst du mich jetzt verarschen, Mann? Jetzt geh doch weg, ey. Oh, daneben. Ich hab gleich keine Schüsse mehr mit der Shotgun. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Pistole. Nee. Das kann ich nie machen. Oh.
Was? LOL. Wie meine Lebensenergie gerade runtergegangen ist. So, jetzt gebt mir einfach eure Waffen, ey. Nee, ich kann die schon wieder nicht mehr leiden, diese fetten Dinger da. Jawohl. Medipacks, ey. Davon brauche ich viele. Ich bin echt scheiße in dem Spiel, oder? Kann das sein? Checkpoint. Boah. Leute, aber es ist... Episch. Junge, Junge, Junge. Hier geht's nicht lang. Aber hier waren zwei Medipacks und die haben mich nicht einmal getroffen, glaube ich. Das war echt cool. Komm ich nicht rein? Alter. Ich hoffe, ich bin bald ganz unten und kann einfach aus diesem Gebäude rausgehen. So wird's natürlich direkt ablaufen. Ich kann einfach direkt rausgehen ohne Probleme. So stelle ich mir das vor. Sie haben zwei neue Nachrichten. Zwei neue Nachrichten geht mir so lange. Hier, leck mich am Arsch. Harlan Wade hier. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Als erstes, maßen Sie sich nicht an, meine Gefühle zu kennen. Das ist beleidigend. Ja. Und verschonen Sie mich mit Phrasen wie die Toten begraben. Sie sind kein Seelenklempner. Fakt ist, wir wären nicht in dieser Situation, wenn Sie auf mich gehört hätten. Und jetzt wollen Sie sich Ihr Grab noch tiefer graben. Irgendwann graben Sie sich runter in die Hölle. Nächste Nachricht. Hey, der hat's drauf. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Genevieve. Harlan will damit wohl andeuten, dass wir nichts Unüberlegtes tun sollen. Ja, ist okay. Es ist so dieser Zwischendialog. Ich weiß nicht, ob ihr den hören wollt, aber... theoretisch... können ihn nicht aufhalten, haben sie das gerade wirklich gesagt? Nee, wie cool das war, wie er die mit einer Hand hält. Jo, da ist wieder viel Schuss drin. Okay. Nee, Mann. Ich muss mir einfach diese... Assault mitnehmen. Weil damit kann ich echt gut so... Wenn die da irgendwo auf irgendwelchen Balkons hocken oder so, da kann ich die besser wegholen als mit der Shotgun. Deswegen, mit der Shotgun, das ist nicht... Die Lichter ausschießen, ihr Noobs. Nee, okay. Was? Achso, das waren nur die Dosen, ey. Okay, der ist tot. Bewusstlos natürlich nur. Was machst du denn da, Kollege? Der sitzt hier rum, ey. Camper. Ganz klare Sache. Ich habe noch ein paar Infos über Origin gefunden. Die Prototypen wurden
aus einer genetischen Referenz erschaffen. Das ist wohl ein anderes Wort für die DNS von jemandem. Nichts deutet darauf hin, wer der Glückliche gewesen ist. Ich vermute aber, es war Harlan Wade, da er das Programm begonnen hat. Harlan. Okay, wo muss ich jetzt lang? Offline. Aha. Okay. Ach so, ja, sie haben ja den Strom ausgeschaltet, das stimmt, ja. Okay, die Fahrstühle sind wieder aktiv. Oder nur einer. Das reicht ja auch. La 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 la. Muss ich wieder ganz nach oben? Ich glaube, gleich kommt wieder Alma. Ich habe so ein Gefühl. Sorry für den ganzen Ärger, aber ich bin jetzt beim Auto. Miss Wade, warten Sie einen Moment. Geht nicht, ich muss los. Miss Wade! Scheiße, gehen Sie zur Abholung aufs Dach der Garage. Sie können immer noch vor ihr da sein. Scheiße. Checkpoint.